eine Wespe. Ich hasse Wespen. Reg dich nicht auf, Mama Wutz. Ist ja nur eine kleine Wespe. Geh weg, du Wespe! Jetzt halt still, Mama Wutz, dann fliegt sie weg. Siehst du? Man muss nur stillhalten. Geh weg! Hau ab! Hey! Hilfe! Geh weg, du! Ich hoffe, die Wespe sticht Papa nicht. Geh weg, du widerliches Ding! Niemals! Papa Wutz rennt viel zu schnell für die Wespe. Los, komm, wir essen, bevor die Wespe zurückkommt. Oh nein, ich hab die Enten ja ganz vergessen. Ich glaub, sie ist weg. Du hast ja gesagt, du wolltest Sport treiben, Papa Wutz. Und ich hab's dir nicht geglaubt. Glück gehabt, dass ich meinen Kuchen nicht verloren habe. Halt, Papa! Die Enten haben noch gar nichts bekommen. Oh. Ihr habt vielleicht ein Glück. Sag Danke zu Papa Wutz. Ach, keine Ursache. Boah. Was für ein wunderschöner Schmetterling. Opa, warum mögen Schmetterlinge Blumen? Sie finden in den Blumen ihre Nahrung. Wie? Sie haben sehr lange Zungen. Länger als meine? Oh ja, Schmetterlingszungen sind noch länger als deine. Sie trinken damit aus den Blumen wie mit einem Strohhalm. Oh. Pepper, der Schmetterling hält dich für eine Blume. Ich bin aber keine Blume. Ich bin Pepper Wutz. Er sieht so hübsch aus. Ich wäre gern ein Schmetterling. Pepper tut so, als sei sie ein Schmetterling. Ich bin ein Schmetterling. Schorsch wäre auch gern ein Schmetterling. Schorsch, ich bin der Schmetterling. Du musst ein anderes Tier sein. Ich weiß, du kannst ein Ringelwurm sein. Schaut her, ich bin ein Schmetterling. Schorsch, sag etwas zu Polly. Schorsch hat ein kleines bisschen Angst. Hallo? Hallo? Mit Polly Piepmatz zu spielen, macht Pepper und Schorsch einen Riesenspaß. Ich bin Pepper Wutz. Ich bin Pepper Wutz. Schorsch, sag etwas. Pepper und Schorsch tun so, als wären sie Papageien. Ich bin Polly Piepmatz. Pepper überlegt, was sie Polly sonst noch beibringen könnte. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Peppa, Schorsch, na spielt ihr denn schön mit Polly? Ja, Oma. Polly ist so ein lieber Vogel. Ja, Oma. Ich bin ein braves Mädchen. Ich bin ein Plapperpapagei. Ich bin ein Plapperpapagei. Du meine Güte. Oh,
Schorsch. Du kannst Wasser in die Teekanne füllen. Kinder, kommt sofort herunter. Ja, Mami, wir kommen. Schorsch möchte Wasser in die Teekanne füllen. Oh. Schorsch hat im Waschbecken eine Spinne entdeckt. Schorsch möchte, dass die Spinne sein Freund wird. Oh. Schorsch mag die Spinne. Die Spinne mag Schorsch. Peppa liebt es, Teekränzchen zu spielen. Wo sind die Schokoladenkekse, Papa? Wir hatten gestern noch ganz viele. Oh, tut mir leid, Mama. Ich muss sie wohl aufgegessen haben. Ho, ho, ho. Schlimmer, Papa. Schorsch bringt die Spinne ins Bett. Heila. Schorsch, was machst du denn? Du sollst mir doch beim Teekränzchen helfen. Ich weiß ein gutes Spiel für große Kinder. Es heißt Schlauer Fuchs. Schlauer Fuchs? Als Fuchs bin ich ganz toll. Wie geht das? Einer von uns ist der schlaue Fuchs. Und die anderen schleichen sich an. Ich bin der schlaue Fuchs. Peppa ist der schlaue Fuchs. Solange sie wegschaut, schleichen sich die anderen an. Dreht sie sich um und einer bewegt sich noch, muss der zurück zum Start. Schorsch, du musst zurück. Du hast dich bewegt. Hab dich gewonnen. Ich war noch gar nicht so weit. Man darf aber losgehen, wann man will. Oder, Schorsch? Jetzt ist Chloe der schlaue Fuchs. Peppa und Schorsch müssen ganz still stehen. Peppa, du hast dich bewegt. Los, nochmal. Das ist gemein. Du guckst zu lange. Man darf aber genauso lange gucken, wie man will. Du musst zurück. Schorsch hat gewonnen. Peppa, was hast du schon Spannendes entdeckt? Nur Bäume und Bäume und noch mehr langweilige Bäume. Peppa, hast du dich auch richtig umgesehen? Hab ich. Ich gucke mich richtig doll um und trotzdem sehe ich nirgendwo... Oh, was ist das? Peppa hat Fußspuren entdeckt. Von wem sind die Fußspuren? Sausia! Oh, Schorsch! Das sind doch keine Dinosaurierspuren! Wir folgen den Fußspuren und gucken, wer sie gemacht hat. Ja! Psst! Wir müssen sehr leise sein, damit wir niemanden erschrecken. Ja, Mama. Schorsch? Psst! Psst! Peppa und Schorsch folgen den Fußspuren. Guckt! Ein kleiner Vogel hat die Fußspuren gemacht. Er ist auf den Baum geflogen. Wo? Hier, Peppa, guck mal durch das Fernglas. Das Fernglas lässt alles größer aussehen. Ich sehe ein Küken. Zwei, drei kleine Küken. Oh, was die wohl gerne essen? Die essen ja Würmer. Das ist ja eklig. Schorsch hat noch mehr Fußspuren entdeckt. Guck! Was für winzige Fußspuren. Die Fußspuren stammen von Ameisen. Sie sammeln Blätter zum Essen. Machen Sie sich einen Salat zum Mittag? Ja. Mümmel hat alle Freunde von Peppa als Tiger geschminkt. Schon fertig, Lucy. Jetzt siehst du wie ein Tiger aus. Dankeschön, Frau Mümmel. Boah. Siehst du aber schön aus, Luzi. Bist du eine Katze? Nein, ich bin ein Tiger. Peppa, willst du, dass ich dich auch schminke? Au ja, ich wäre gern ein Elefant. Oh je, Elefanten kann ich nicht, aber Tiger kann ich. Ja, Tiger ist gut. Schon fertig, Peppa. Jetzt bist du ein Tiger. Toll, ein Tiger. Schorsch, was willst du gerne sein? Sausia. Ein Saurier? Wie wär's mit einem Tigergesicht? Tiger kann ich gut.
Ich bin ein Tiger. Bin ich auch? Miau. Tiger sagen nicht Wuff, Wuff. Was weißt du schon? Tiger sind eben Katzen. Miau. Genau wie ich. Molly, kannst du uns zeigen, wie Tiger sein geht? Okay. Tiger können sehr leise schleichen. Und dann schnapp. Tiger lecken sich gern mit ihrer Zunge ab. Und wenn Tiger sich freuen, machen sie so. Sie schnurren. Hallo Kinder. Oh, Schweineschreck. Ihr seid ja lauter Tiger. Und ich zeig Ihnen, was ein echter Tiger tut. Hallo, Peppa. Hallo, Luzi. Das ist mein neuer Freund, Leo Löwe. Wo ist er? Da ist doch keiner. Luzi hat sich einen Freund ausgedacht. Kannst du ihn nicht sehen, Peppa? Komm, wir spielen mit dem Ball. Ja, fein. Für dich, Leo. Peppa wirft den Ball Luzis ausgedachtem Freund zu. Leo kann aber nicht gut fangen. Kann er wohl. Er will nur gerade nicht mit dem Ball spielen. Und was will Leo jetzt lieber tun? Er will lieber fauchen. Wird er wirklich gleich fauchen? Ja. Aber das warst du. Nö, das war Leo. Ah, hallo Leo. Peppa tut so, als könnte sie Leo Löwe sehen. Leo, willst du auch mein Freund sein? Was hat er gesagt? Er nickt mit dem Kopf. Das heißt, ja. Peppa, Luzi, wollt ihr reinkommen und ein bisschen Käsekuchen essen? Mama Wutz hat zwei Stücke Käsekuchen für Luzi und Peppa. Mama, Luzi hat einen ausgedachten Freund. Sein Name ist Leo Löwe. Ich verstehe. Und mag er denn auch Käsekuchen? Boah, Leo liebt Käsekuchen. Sei nicht dumm, Peppa. Das war nicht Leo. Das warst du. Leo mag lieber Schokoladenkuchen. Ich habe keinen Schokoladenkuchen. Mag Leo denn auch Käsekuchen? Er will mal ein Stückchen probieren. Mama Wutz gibt Luzis geheimem Freund ein Stück Kuchen. Schorsch spielt mit seinem Dinosaurier. Sausier! Schorsch, du sitzt auf Leo. Schorsch weiß nichts von Luzis geheimem Freund. Leo Löwe sagt, er schafft seinen Kuchen nicht ganz. Also kann Schorsch ihn haben. Opa, was mögen Schnecken gern essen? Tja, hauptsächlich essen sie mein schönes Gemüse. Hey, aufhören, du frecher Schlingel! Opa, Schorsch und ich wollen freche Schnecken sein. Diese Körbe sind euer Schneckenhaus. Genau, jetzt seht ihr wirklich aus wie zwei freche Schnecken. Und am liebsten essen wir Opas ganzen Blattsalat auf. Oh, fort mit euch von meinem zarten Salat, ihr frechen Schnecken. Und wenn Opa mit mir schimpfen will, verkrieche ich mich in mein Schneckenhaus. Peppas Freunde sind gekommen. Hallo, Opa Wutz. Hallo, Luzi. Kommst du zum Spielen und suchst Peppa und Schorsch? Ja. Wenn ich bloß wüsste, wo sie sind. Ich bin allein mit diesen beiden Schnecken hier. Wir sind freche Schnecken, wir sind freche Schnecken. Überraschung! Wir spielen, wir wären zwei freche Schnecken. Papa, dürfen wir das Huhn hat zu tun auf dem Computer spielen? Frag lieber vorher Mama Wutz. Mama hat gesagt, wir dürfen später. Na, wenn es so ist. Aber wo steckt die Diskette?
Jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Was ist denn da oben los? Wie ich sehe, läuft der Computer wieder. Och, als ich ein kleines Ferkel war, habe ich mir oft vorgestellt, ich sei ein Wurm. Wurmspielen ist ganz leicht. Ich zeig's dir mal. Erst musst du dich mal hinlegen, so auf den Boden. Dann ringelst du dich so. Ich bin ein Ringelwurm. Es macht viel mehr Spaß, Ringelwurm zu spielen, als Schorsch dachte. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Ich bin ein kleiner Schmetterling. Schaut mal, ich bin ein Schmetterling. Ja, Peppa. Und du bist ein sehr schöner Schmetterling. Opa, Schorsch, was macht ihr da? Wir sind Ringelwürmer. Ich wäre wohl jetzt auch ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Ich bin ein Ringelwurm. Mir geht es gut, das ist so gut. Ich bin ein Ringelwurm. Das macht Spaß. Guckt, da drin tut sich schon was. Ui. Dummer Schorsch, du hast ihn verpasst. Der Kuckuck war wirklich einsame Spitze. Guck so, Kuckuck. Und du hast es verpasst. Ist nicht schlimm, Schorsch. Du siehst den Kuckuck beim nächsten Mal. Ja, aber du musst warten. Der Kuckuck kommt nur einmal in der Stunde. Warten ist langweilig. Komm, Schorsch, wir spielen draußen. Schorsch will nicht nach draußen. Er wartet auf den Kuckuck. Es ist beinahe 10 Uhr. Schorsch hat fast eine Stunde auf den Kuckuck gewartet. Schorsch, komm zum Spielen. Dein Sausier will auch, dass du zum Spielen kommst. Grrr. Grrr. Sausier. Schorsch hat den Kuckuck wieder verpasst. Nicht weinen, Schorsch. Spiel doch ein bisschen im Garten. Ich ruf dich dann, wenn es Zeit für den Kuckuck ist. Fang ihn, Schorsch. Es ist fast 11 Uhr. Peppa, Schorsch, gleich ruft der Kuckuck. Schnell, Schorsch, damit du ihn nicht wieder verpasst. Oh. Schorsch rennt so schnell wie nie zuvor. Und? War da der Kuckuck? Kuckuck, Kuckuck. Kuckuck, Kuckuck. Peppa und Schorsch spielen gerne Kuckuck.